Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part habe ich ja schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Aber ich fühle mich immer noch nicht bereit für die Drachenjagd und möchte erstmal ein paar andere Quests machen. Also so weit wie irgendwie möglich. Steckbrief und Bandite können wir semi abschließen. Blutkelche habe ich in diesem Part vor. Der faule Bauer kann ich eigentlich schon als fehlgeschlagen bezeichnen, weil ich irgendwie die falsche Reihenfolge genommen hatte mit Bronco. Kann ich ja später nochmal versuchen. Aufs Näschen müsste ich wahrscheinlich nur noch abgeben. Schnaubende Kreatur kann ich probieren. Snapperkrallen müsste auch in Anführungsstrichen fehlgeschlagen sein. Gehe ich von aus. Ist aber auch nicht hier in Corinas. Klaue Belias. Behalten oder abgeben. Naja. Die Suchenden. Da gibt es diese Spruchrolle. Das möchte ich auch nach Möglichkeit noch machen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Und bevor ich mich an die Blutkelche dran begebe, gucke ich mal einen Charakter nach, der eigentlich verflucht sein müsste. Ob ich den schon hatte. Mir geht es schlicht und ergreifend darum, möglichst viel im Vorfeld zu schaffen, damit ich es dann gegen die Drachen einfacher habe. Ich habe, glaube ich, im vorletzten Part ja schon angesagt gehabt, dass hier alles, was kommt, ist für mich an sich blind. Also, ich habe es zwar schon gesehen bei anderen Let's Playern, aber selber nie gespielt. Und das macht das Ganze hier ein wenig spannender. Er sollte lieber den Mund halten. Kriege ich dich doch noch? Ach, lass mich doch in Ruhe. Zeig's ihm! Komm ran. Ich bin ein Magier der Kirche Innos. Ja, Herr mit dem Sumpfkraut, danke schön. Und dich ging's mir aber auch gar nicht speichern. Ach, erzähl mir nicht sowas. Bromor. Ja, er hat die Waffe zuerst gezogen. Ja, komm, Romo, komm. Ich will keine Bürgerin anvisieren. Immer feste drauf! Ja, wer wird hier gerade angefeuert? Immer feste drauf! Nicht schlecht. Na, guck mal, wieder 800 Erfahrungspunkte. Romo, was hast du denn Schönes? Almanacht der Besessenen. Goldschal, achso, ja, hatte ich ihm zwar wiedergebracht, aber ist egal, Hauptsache noch ein Apfel. Ja, ich habe nicht getötet. Sieht man jetzt sehr schön dadurch, dass ich halt die Lebensanzeige noch drin habe. Der erzähle ich gar nichts mehr. Oh Mann, mein Kopf. Warte mal. Ja, du warst verflucht. Du bist besessen. Was? Wovon redest du da? Verschwinde! Ich glaube da nicht dran. Ah, hat er scheinbar wieder vergessen, auch schön. Ja, aber die Erfahrungspunkte, das war's. Die waren es mir wert. Ich habe 30 Äpfel, da könnte ich sogar noch die Stärke mitnehmen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Der erzähle ich gar nicht. So, welcher war das? Nein. Der auch nicht? Welcher war das denn jetzt? Lieferung? Nein. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ah, Pyrokas magischer Brief. Fernando, Vino, Malak, Bromor. Bromor haben wir jetzt. Wer sagt denn sowas? Malak war, glaube ich, dieser Geflüchtete da in diesem kleinen Canyon. Vino Fernando. Fernando hatten wir, glaube ich, sogar schon. Ich glaube, die wollte uns auch noch ans Leder, oder? Nee. Durch. Ach, jetzt weiß ich, warum sie uns nicht mehr ans Leder wollte. Ich
Stimmt, da wollte ich rein, aber nicht jetzt. Kohle könnte ich zwar gebrauchen. Ups, da ist mir gar nicht natürlich ein weiter. Zack. Ich werde mich ja wohl bei meinem Meister ins Bett legen dürfen. Jetzt schlafen wir bis Mitternacht und dann geht es los. Für die Blutkelche werde ich wahrscheinlich auch das ein oder andere einen kleinen Cut setzen müssen zum Nachgucken. Spielerisch schneide ich natürlich wieder nichts raus. Wow. Ich bin lieb und brav und anständig, leg dich hin. Da an die Truhe möchte ich nämlich dran. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich da noch nicht dran war für die Blutkelch-Quest. Oh, müsste ich eine Schlafrolle nutzen? Wenn ich sie habe, ja, habe ich. 5, Schlaf, Lema. Gute Nacht. Okay, dann war ich da doch schon dran und hab die Rolle verschwendet. Ja, ist ja gut, ich lad nochmal. Wo habe ich denn das letzte Mal... Ach nö. Warum habe ich denn da das letzte Mal gespeichert? Ach egal, mache ich das nochmal. Dann haben wir den Blutkelch, haben wir schon. Auch schön. Ja, Borka legt sich hin. Die 800 Erfahrungspunkte hole ich mir wieder. Ja, einmal raus. Waffe ziehen. Mal hier rüber. Der ist ja immer noch nicht da. Bromor. Bromor? Ha, ein Kampf. Na mach schon! Nicht schlecht. Richtig, aber schön, wenn man gewertschätzt wird. Borka, ich dachte, du wirst bezahlt, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Was treibst du denn so? Gar nichts, wa? Bromor, steh auf. Ich muss wieder mit dir quatschen. Oh Mann, mein Kopf. Ja, ja. Warte mal. Du bist besessen. Was? Ja, ja. Okay, ich hätte nicht mit ihm quatschen müssen. Ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist nicht mehr feierlich. Hier brauchten wir nicht rein. Wie viele Blutkelche habe ich? Dann kann ich mich schon vorhersehen, wie oft ich failen werde. Das sind nur goldene Kelche. Aber Blutkelche sind auch golden. 3 Blutkelche habe ich. Das heißt, 3 Stück fehlen noch. Nummer 1 haben wir scheinbar schon. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, ich auch nicht. Ist das wirklich wahr? Nummer 2, Gerbrands Haus, beziehungsweise Diegos Haus in dem Fall. Der sollte uns hier gewähren lassen. Aber warum zum Teufel hat Diego 2 Betten? Du hast hier nichts zu suchen. Wie, ich hab hier nichts zu suchen, das ist nicht dein Haus. Nimm deine Pfoten da weg! Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, links. Links, rechts, rechts. Ha, nächster Blutkelch. Gut. Ist mir scheißegal, ob irgendein Arbeiter schreit, ich hab hier nichts drin zu suchen. Ja, komm. So. Noch ein Apfel. Schön.
Haben sie alle Äpfel? So. Streng genommen müsste ich mich jetzt wirklich einmal bis Mitternacht hinlegen. Na, mache ich jetzt auch. Dann wird das nämlich alles ein bisschen einfacher. Ja, selber schuld. Wenn du in fremde Häuser reingehst und Sachen beschützt, die gar nicht dir gehören. Dem Hauseigentümer war das egal. So, Nummer 2 sollte hier sein. Ja, komm. Ist noch Silber. Gold. Noch mehr Gold. Schön. Das Rumschleichen nervt mich ein bisschen, aber ich habe keinen Bock, irgendwelche Hausbewohner jetzt zu wecken. Du hast hier nichts zu suchen. Lass mich doch einfach in Ruhe, Junge. Ob ich hier was zu suchen habe oder nicht, entscheidest du nicht. Hep. Oh komm, da ist ein Bett. Kann ich mich nochmal reinlegen. Dann haut der Arbeiter vielleicht auch ab. Was suchst du hier? Geh. Was ich jetzt ruhe? Ich schlafe. Was suchst du hier? Hallo junge Dame, tschüss liebe Dame. So, da ist jetzt eine Truhe, an der ich wahrscheinlich schon mal war. Nee, doch nicht. Blutkelch, sehr schön. Was fehlt mir dann denn jetzt noch an Kelchen und armer Schlucker? Eine schöne kluges Kerlchen. So, next one. Hallo, liebe Wache. Was schleichst du denn darum? Ach, hallo, Richter. Hatte ich deinen schon? Ah, wahrscheinlich. Na, ich gehe mal just for fun nach oben. Ich bin ein Magier, ich darf das. Was ist los? Ha, genau. Autsch. So, das Schild war noch ein Knopf. Ist schön, ich habe mir doch mal was gemerkt. Hallo Richterlein. Ach so, hier war eine Tür, die auf und zu gegangen ist. Jetzt ist sie zu. Jetzt müsste noch ein Blutkelch fehlen. Ich guck mal nach. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere. Hallo Stadtwache, du bist mir aber gerade relativ egal. Bist du Wambo oder ja, normale Stadtwache? Ich glaube, hier müsste der letzte Kelch gewesen sein in dem Haus. Zumindest sieht es aus, als wäre ich hier noch nicht drin gewesen. Schinken, Fischsuppe, Brot, Bier. Alles wunderbar zum Offscreen hochheilen. Na, den Honig kann ich auch mitnehmen. Fisch und Brot, warum nicht? Vorher hänge ich hier jetzt fest. So, jetzt hänge ich nicht mehr fest, aber ich schleiche auch nicht mehr. Besen, damit der Hausherr nicht mehr mit dem Besen verprügelt wird. Es soll so Frauen geben, die das machen, wenn sich ihre Männer nicht ganz so benehmen, wie sie wünschen.
Mir fallen immer mehr Gründe ein, warum ich Single bin. Und es wahrscheinlich auch bleibt. Hehehehe. Na, was bist du denn? Ein Silberkelch. X deaktivieren. Dann X ich halt doch wieder. Silberkelch, danke. Irgendwie dachte ich... Pfandbrief? Was für ein Pfandbrief? Was für ein Pfandbrief? Den will ich jetzt lesen. Befehle. Pyrokar-Steck. Pfandbrief. Zur Tilgung der ausstehenden Schulden wird ein Pfand ausgesetzt, der mit seinem Reinwert der Höhe der Schulden entspricht. Pfand verzierter Dolch aus Gold, Kelch aus Gold aus der Sammlung der Blutkelche. Gezeichnet Lutero, Händler, Lehmer, Pfandleier. Lutero, Lutero, warst du nicht auch in... Nein, Fernando, nicht Lutero. Och gut. Wo hatte ich jetzt den letzten Blutkelch? Oder gab es hier in dem Haus noch einen Schalter, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe? Ist doch geil. Ich habe mal was nicht auf dem Schirm. Okay, wann habe ich mal was auf dem Schirm? Sechster Blutkelch. Der fehlt mir noch, der fehlt mir noch. So Leute, jetzt setze ich den ersten Cut in diesem Video. So, da bin ich wieder. Und scheinbar bin ich im falschen Haus reingegangen zum Nachgucken. Und zwar nicht da rechts im Haus, sondern in das linke Haus. Und dafür müsste ich da die Wache mal einschläfern, damit ich da problemlos reinkomme. Ich setze nochmal einen neuen Save. Na, wo haben wir's? Ne, nicht zur Hafenstadt. Schlaf. Schlaf, Wache, Schlaf. Dein Vater war ein Schaf. Zack. Jetzt kann ich hier rein. Dann müsste da ein Schlüssel liegen. Ja, ganz offensichtlich liegt da einer. Hm. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Winkel erwischen, dass die mir angezeigt wird. Mann, da liegt einer, aber ich komme nicht dran. Dann halt so. Nimm. Danke. X. Naja, ich will nicht noch mal schlafen. X. So, jetzt kann ich zu der Truhe und da müsste der sechste Blutkelch drin sein. Was wir dann abgeben können. Ha. Und da ist er. Damit habe ich die Sammlung der Blutkelche voll. Oh, jetzt kann ich eigentlich so rausgehen. Wunderbärchen. Erste Quest erledigt. Na bitte, geht doch. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja. Ja, bitte, geht doch und ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Woher weiß der, wie ich aussehe? Ich nehme doch ohne Webcam auf. Ich habe noch nicht mal eine. Aber jetzt gehen wir die Blutkelche abgeben. Wird zwar ein bisschen später noch mehr Sinn machen, weil bei vielen, vielen Quests gibt es in späteren Kapiteln zum Abgeben mehr Erfahrungspunkte. Ja, habe ich auch. Er erzählt alles weiter.
Nein, würde ich nie machen. Ich habe mir das schon gedacht. Ja, siehst du, wenigstens einer, der mir glaubt. Ach, erzähl mir nichts. Das weiß doch inzwischen jeder. Mal ernsthaft, Tanach, schläfst du auch noch mal? Oder hast du eine Doppelgängerin eingestellt, damit das so aussieht, als würdest du nie schlafen? Hi Ramirez. Ach, du guckst Cassia beim Schlafen zu. Wie romantisch. Verdammt, was ist los? Ich wollte dein Bedürfnis befriedigen. Wegen der Blutkelche. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Gute Arbeit. Ich habe inzwischen einen Käufer ausfindig gemacht. Deine Belohnung kannst du haben. Danke, dass du diese Sache für mich gemacht hast. Mehr habe ich für dich nicht mehr zu tun. Aber du kannst jederzeit von mir lernen. Und es gibt genug auf der Insel, das du dir aneignen kannst. Na dann, gib her. Ich will meine Belohnung abholen. Was willst du haben? Wie, was will ich haben? Wegen der Lebenskraft, Elixiere der Heilung oder Goldstücke? Mit dem Ring kann ich nichts anfangen. Könnte ich bei meiner Spielweise bei gar keiner Klassenzugehörigkeit. Elixiere der Heilung, ja, sind nice to have, aber mit Gold kann ich mehr Blödsinn anstellen. Gib mir das Gold. Ja, genau, leg dich hin. Wisst ihr, was ich jetzt eigentlich machen könnte? Ich habe ja für die Diebesgilde alle Aufgaben erledigt. Das kann ich speichern und einmal die Diebesgilde komplett ausheben. Ich kann zumindest versuchen. Na was? Nummer 1. Ramirez, du hast einen Apfel. Du hast den Sextanten, den ich mitgebracht hatte. Der richtig was wert ist. Oh, schön. Cassia, dich übernehme ich zuletzt. Ich möchte keine Zeugen haben. Hallo, Jasper. Ich bin echt böse. Als hätte ich ihn aus meinem Bett geprügelt. Direkt reinlegen. Oh, du bist tot. Gut, dann kann ich mich jetzt reinlegen. Jasper, du bist jetzt nicht durch die Wand geflogen oder was, ne? Nee, der ist hinter mir gestorben. Auch schön. Grobes Schwert. Nee, da gab es noch jemand anderes vorher, glaube ich. Hier in dem Raum müsste noch einer gewesen sein. War ich schon alle Truhen? Oh, scheinbar ja. Ich habe nur keine Ahnung, ob Diebesgilde ausheben eine Quest ist, die fehlschlagen kann. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Truhe? War ich auch dran? Gab es hier unten nur 3 Diebe? Gab doch mehr. Hier links ist auch noch ein Raum. Hm. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um Cassia. Cassia, ich möchte meine Blutkelche wieder. Wow, steckst du da im Bett fest? Ja, komm raus. Traust du dich nicht? Leg dich nie wieder mit mir an. Ups. Direkt tödlich getroffen, auch geil. Ja. So war das nicht geplant. Das ist alles Zusatzerfahrungspunkte. Ich guck mal kurz nach. Suchende, Krallen, Bauer. Die Quest scheint es gar nicht mehr zu geben. Ist egal, ich hau die 3 jetzt trotzdem nochmal platt. Nummer 1. Meisterdegen sogar. Meisterdegen?
Ah, Meisterdegen. Habe ich ja sogar an. Ja, aber ich nochmal zum Ersatz. Auch nicht schlecht. Es schadet nicht, es schadet nichts. Und ich sollte mir aneignen, öfter zu speichern. Nummer 1. Hallo, Jasper. Na, ja, bist du wieder hinter mir gestorben? Jo. Wie auch immer der das jedes Mal anstellt. So, und du mörderische... Also du Mörderbraut. Ja, so passt das, glaube ich. Ich piek's dich ein wenig mit meinem Degen. Ha! Raus aus meinem Bett, nein. Aber wir haben es Level up. Und die hat auch einen Meisterdegen. Günstiger kommt man da nicht dran. Wow, die liegt mit einem Dreiviertel Körper und... Also ein Teil unterm Bett. Hallo, ich möchte ein wenig die Leiche fleddern. Cassia! Das tust du mir jetzt nicht an, oder? Da muss ich mich jetzt eine Nacht hinlegen, um an dich ranzukommen. Das hört sich falsch an. Jetzt haben wir nicht dieses despawned. Nee, sie wurde umgelegt. Das hört sich auch falsch an. Kleiner Schlüssel. Wofür ist der kleine Schlüssel? Egal, ich habe die Blutkelche wieder. Apfel, Bier. Schutz des Holzes. Schlüssel. Wofür soll dieser Schlüssel sein? Truhe? Ja, eventuell gibt es hier unten noch. Das sieht mir aber nicht so aus, als wäre hier noch eine Truhe. Aber dann müssten wir alle Diebe hier unten Platz haben. Und der Level-Up kam relativ nice. Es sind 21 Lernpunkte. Ja, reicht mir aber immer noch nicht für das, was ich gerne möchte. Meh. Ein bisschen was zu tun haben wir ja noch. So. Abmarsch, mal Bescheid sagen, dass wir die Diebesgilde jetzt ausgehoben haben. Auf ausdrückliche Anordnung des Wahrscheinlich werden wir wieder Strafe zahlen dürfen. Gut, dass du kommst. Du wirst des Diebstahls bezichtigt. Es gibt Zeugen. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Wie viel? 50 Goldstücke. Ja, hier, nimm. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Wegen der Diebesgilde? Ja. Ich habe sie alle zur Strecke gebracht. Damit hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Dir steht ein Kopfgeld für die Banditen zu. Hier, nimm es. Ja, 50 Gold bezahlt, 300 Gold gekriegt, ist doch schön. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Das waren die nächsten 500 Erfahrungspunkte. Das nächste Level-Up ist aber leider noch ein bisschen hin. Wer fehlt mir jetzt noch auf der Liste? Ja, du bist gut, aber dafür habe ich zu wenig Mana. Großer Feuerball, habe ich zu wenig Mana. Selbst für den Mindest-Power. Feuerregen, die Spruchrolle brauche ich noch. Eisblock wäre schon nice, wenn ich mir das herstellen würde. Ob es nur hilft, ist die andere Frage. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was ich nachgucken wollte.
Ach, Ronan, 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 Ronan. Ich will mich erstmal zum Bauern teleportieren. Das war's. Taverne, Xalas, Unwetter. Winterkorinsburg, Kloster, Großbauer. Quatschen wir mal mit Pepe. Weil wir hatten ja in einem der letzten Parts Bulko umgehauen. Hallo, Pepe. Pepe? Ah, da. Wie geht's dir und deinen Schafen? Ich habe die seltsamsten Dinge gehört. Bei Sekop sollen recht düstere Gestalten aufgetaucht sein. Sie belagern sein Haus. Ist doch schon längst erledigt. Aber wartet mal. Aufs Fressbrett. Bulko hätte auf die Schafe aufpassen sollen. Pepe wünscht sich, dass ihm mal jemand ordentlich aufs Maul haut. Bulko. Ich hab den doch eigentlich schon vermöbelt, oder nicht? Patrick Kort. Ich hab mir das schon gedacht. Keine Ahnung, sag du es mir. Bodo Bauer. Man weiß gar nicht mehr. Torloff. Na, bevor ich da reingehe, speichere ich nochmal. Ich habe so eine traurige Vermutung. Jarvis Bauer, Söldner. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe nichts mehr. Komm später nochmal wieder. Böses Thekla. Bulko ist nicht hier, oder was? Ich weiß gar nicht, warum Söldner, es so Söldner, aufregt. Bauer. Raoul. Ich werde mich da nicht an. Das höre ich zum ersten Mal. Söldner, Sentenzer. Auch nur normaler Söldner. Ich habe so eine Theorie, wo Bulko sein könnte. Ich habe für so etwas keine Zeit. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Gunnar Wolf. Hey, ja, das hat er wirklich behauptet. Ist doch wahr. Das war doch klar. Mensch, das ist wirklich nicht mein Problem. Das hat er doch vorher gewusst. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Was könnte ich dann noch machen? Aufs Maul geht auch nicht. Schnaubende Kreatur geht nicht. Snapper schnaubende Kreatur könnte sogar funktionieren. Snapperkrallen, glaube Belias, die Suchenden. Ich gucke erstmal bei der schnaubenden Kreatur nach, auch wenn wir da ja festgestellt haben, dass das sehr, sehr kernig werden kann. Nee, nicht zum Kloster, zum Pass. In oder in Korin? In Korin ist genau. Mäh, ihr Schafe, mäh, ihr Schafe. So, da vorne ist eine schnaubende Kreatur. Safe. Ach, da ist auch noch ein Suchender. Das sind wenigstens Zusatzerfahrung. Komm ran. Nee, irgendwas mache ich falsch bei dem Teil. Oder ich muss wirklich mit Zaubern arbeiten. Für so einen Drachensnapper wäre nicht ganz so geil. Mal schauen, was wir da für Zauber haben, was ich für einsetzen könnte, was nicht zu viel frisst. Na, du frisst 20 Mana, wird aber nicht ausreichen, nicht einzeln. Ja, Angst hilft sowieso nicht. Kleiner Feuersturm 100. Eiswelle. Eisblock, Eispfeil. Habe ich ja nicht viel genug. Nicht viel genug, jo, geiles Deutsch. Ja, und die Beschwörungen möchte ich jetzt dafür aber auch keine einsetzen. Ach, das war blöd. Sammle ich gleich ein.
Verwandlung in Feuerwaren. Auch eine schöne Idee, aber das tut es auch nicht. Verwandlung in Schattenläufer. Das könnte helfen. Ja, dann kann ich schnaubende Kreatur auch mir abhaken. Ich sammle die Spruchrolle wieder auf. Oder ist der andere vielleicht nicht ganz so böse? Schlimm. Ja! Feuer frei! Komm, einmal darfst du noch feuern. Einmal noch feuern. Einmal noch feuern. Dann feuer halt nicht. Warum sollte ich die Erfahrung nicht mitnehmen, wenn der Suchende hier schon so rumsteht? Da vorne auf der anderen Seite war, glaube ich, noch ein Suchender. Das Problem sind da die Drachensnapper. Ja, mit den Suchenden, die hier rumpimmeln, lege ich mich auf jeden Fall vorher noch an. Da ist er. Ja, solange ich zurück war, kriege ich ihn so platt, ohne dass der Snapper rankommt. Ich sehe aber immer noch ein Problem. Ich wollte im Minental nämlich einiges machen. Also ich hatte mir da was Besonderes vorgenommen. Das klappt aber halt nur dann, wenn ich spezielle Zauber habe. Ja, du bist kein spezieller Zauber, aber ein spezieller Zauberer. Ja, das ist mir egal, dass du mich hier anhechelst. Mit deinem brennenden Atem. Ja, Problem an Drachensnappern, warum ich die nicht down kriege, ist, dass die zu viel Rüstung haben. Trank der Geschwindigkeit, Kohle, ein bisschen Money, Money, Money. So, da ist Garn. Und Garn möchte, dass ich da hinten diesen Drachensnapper, schnaubender Drachensnapper, dass ich den platt mache. Und ich glaube nicht, dass der schwächer ist als sein Pendant weiter unten. Ich probiere es trotzdem nochmal. Vielleicht kann ich ihn ja auch an der Wand schlagen. Ah, so nicht. Spiel laden. Oder ich kann ihn vielleicht ranlocken. Ich probier's. Was bleibt mir denn anderes übrig? Da draufstellen und dann mit dem Bogen schießen. Wenn ich da hochkomme. Ja, ich bin hier hochgekommen. Jetzt könnte es vielleicht sogar mit dem Bogen funktionieren. Ich probier's. Ja, ich speichere vorher nochmal. Ich würde die Quest so gerne vorher noch abschließen. Ja, und 5er Whitehead kriege ich auf jeden Fall damit hin. Das reicht aber nicht, um den Snapper platt zu kriegen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, da ist so ein Drecksviech, genau. Oh, da ist ein Magier, der wird angegriffen, interessiert mich nicht. Oh, der Magier ist tot, da ist so ein Drecksvieh. Was für eine Logik von den Spielcharakteren. Ja, Feuerpfeil kann ich zwar mehrfach einsetzen, wird aber nicht ausreichen. Davon kann ich jetzt schon ganz hart ausgehen. Die anderen Zauber wirken nicht gut genug. Eiswelle will ich dafür nicht raushauen. Feuerball wird nicht ausreichen. Wegen Feuerresi. Na komm, einmal leichte Wunden heilen. Brauche ich keinen Trank für ausgeben.
Schrumpfen könnte ich machen, will ich aber nicht. Goblin-Skelett könnte ich erschaffen. Die könnten den Tod mobben. Nee. Ich muss das anders machen. Was habe ich denn jetzt angestellt? Ja. Ich hatte hier oben gespeichert. Ich probiere es mal so aus. Er ist an der Wand. Wenn er jetzt nicht mehr rauskommt, haben wir einen Platz. Und ich weiß, das kann man auch eleganter machen, Viecher an der Wand zu kriegen. So. Wir sind theoretisch in der Lage, Drachensnapper zu besiegen. Und wenn wir einmal hier hinten sind, können wir uns auch einmal umgucken. Und sei es nur für zwei, drei Dunkelpilze. Wolfszahn. Ja, wahrscheinlich, da hier so eine schnaubende Kreatur rumgeeiert ist, müsste es hier hinten noch was Wertvolleres geben. Als ob ich da nicht hinkommen kann. Als ob. Verarschen könnt ihr euch selber, aber nicht mich. Okay, Gothic 2 hat unsichtbare Mauern. Das sieht mir auch so aus, als könnte man da hin, aber ist auch eine unsichtbare Mauer. Ich kann dagegen laufen, so viel ich will, ich komme da nicht einen Meter weiter. Nee, selbst wenn ich hier mich versuche, lang zu schlawinern. Nichts. Nice, wusste ich nicht. Na, noch mehr Drachensnapper. Im Rudel nicht unbedingt leichter. Deswegen werde ich das schön brav sein lassen. Ich bin davon ausgegangen, dass da hinten vielleicht noch eine Tafel oder so ist. So, deine schnaubende Kreatur ist platt. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Nein. Hier hast du das versprochene Geld. 30 Gold. Hey. Hat der irgendein besonderes Wissen? Ich glaube nicht, oder? Hey, du. Na, die 100 Gold zum Reingucken. Hier. 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Na, was hast du denn? Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Drachensnapperhorn. Aha. Blutfliegen, Blutfliegel, Zähne. Drachensnapperhorn hört sich wirklich interessant an. Aber soweit ich weiß, braucht man das nicht. Für gar nichts. Hab ich jetzt noch irgendeine Aufgabe, die ich machen könnte? Ja, die Suchenden könnte ich mich versuchen, dran zu begeben. Pyrka will die Almanachs der Besessenen Unschädlichen machen. Dazu gab er mir eine Liste derer, die die Suchenden zu übernehmen planen. Habe ich davon alle durchgearbeitet? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns nochmal die Liste an. Wenn ich sie jetzt auf die Schnelle finde. Satino, nein, nein, Pyrokast, magischer Brief. Fernando, sollten wir haben. Vino, wahrscheinlich auch. Malak, ja, Bromor, definitiv. Ich porte mich nochmal ins Kloster, wir brauchen sowieso frisches Mana. Mana, Mana, erstmal zum Kloster den Porter finden, da ist er. Glaubst du wirklich daran?
Und ich glaube, bei Karas war das mit den Almanachs absetzen, abgeben. Hey, du! Studium? Nein. Muss ich zu Pyroka dafür? Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ach, Saladriel, hör auf zu nerven, du stehst eh nur blöd rum. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe noch mehr Bücher der Suchenden für dich. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Und denke daran, ab und zu in meinen magischen Brief zu sehen. Es ist möglich, dass sie es auch noch bei anderen versuchen werden, die bisher noch nicht in den Almanachs zu lesen waren. Dann gucke ich nochmal in den Brief rein, weil irgendwas habe ich wohl verpeilt. Irgendeinen. Nein. Ja. Fernando, Vino, Malak, Bromor. Leute, zweiter Cut in diesem Video. Und das ist deutlich weniger, als ich ursprünglich dachte. Jetzt weiß ich, wen ich vergessen hatte. Oder wahrscheinlich vergessen habe. Warum bin ich eigentlich aus dem Inventar rausgegangen? Ja, ich muss mich sowieso hinlegen zum Schlafen. Wir müssen wieder zum Großbauern. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das ist doch nichts Neues. Warum gehe ich hier rein? Ich bin echt ein ganz besonderer Magier-Typ. Der verpeilte Typ. 5 Großbauern. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ich glaube nicht, dass ich das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, das hat er wirklich gebaut. So, jetzt muss ich einmal durchmarschieren auf den Hof. Ich hoffe, das ist der richtige Hof, zu dem ich jetzt marschiere. Ansonsten haben wir wieder mehr Laufereien, als mir lieb ist. Hallo, Freunde. Einfach nur Bauer? Bäuerin? Ja. Bauer, Bronco, ach, Barbera. Hat funktioniert, wenigstens etwas. Hier vorne haben wir Tote. Balthasar und Rossi. Um euch geht's mir aber gar nicht. Bin ich vielleicht wirklich auf dem falschen Bauernhof? Till? Scheint fast so. Ja, da vorne sind noch 2. Bauer. Rega. Rega Targaryen. Nein, natürlich nicht. Okay, ich habe das Gefühl, als wäre ich auf dem falschen Bauernhof. Mir fällt halt jetzt nur ne, 2 andere Bauernhöfe fallen mir noch ein. Dann nehmen wir einen Spurztrank, damit wir den ersten Bauernhof abklappern können. Zum zweiten ist es dann auch nicht mehr so weit, da kriege ich alles in diesem Part hin. Vino, Vino, Vino. Ach komm, du bringst wenigstens nochmal Erfahrung. Ja, ja. Auch als Magier wirst du uns nicht aufhalten können.
Ja, und du als Suchender wirst mich nicht finden können. Vom Jenseits aus. Grüß mich, Beria. Ja, ich nehme die Erfahrung halt so noch mit. Auch wenn es mir darum eigentlich gar nicht geht. Also nicht nur. So, ab nach Corines über die Brücke. Und entweder ist das dann richtig oder nichts. Hallo Bandit, dich hatte ich ja schon längst erledigt. Vino. Ich habe echt so Erinnerungslücken gerade. Randolph. Sauer, Erbauer. Akil. Irgendwelche toten Schafe. Enim, Tonak, Egil, Zellbohr, Suchender. Ja, auch wenn du nur... Habt ihr euch abgesprochen, mit nervenden Sachen zu sagen? Na schön, wenigstens haben wir den Trank wieder zurückgekriegt, den ich auch reingeknallt hatte. Und weiter geht's. Dann bleibt ja nur noch ein Bauernhof. Und zwar der Bauernhof, auf dem wir als allererstes so in den ersten paar Parts dran vorbeigekommen sind. Auch da ist der nächste. Sterben. Ich glaube, da unten links, das Tal hatte ich auch noch nicht komplett abgesucht, möchte ich in diesem Part aber definitiv nicht mehr. Bloodfly ist mir egal. Ich möchte jetzt Vino mir schnappen. Damit ich das auch hinter mir habe. Er sollte lieber den Mund halten. Okay, okay, ich halte ja den Mund. Ja, in circa 5 bis 10 Minuten. Bis dahin muss jeder, der bis hierhin durchgehalten hat, meine Stimme noch ertragen. Ich habe mir das schon gedacht. Ja, hätte ich mir an deiner Stelle auch schon gedacht. Hallo, und da kommt doch garantiert wieder Rot. Rot, aber keine Sprache. Und das lag nicht nur an meinem Escape-Spam. Ach komm, bevor du quatschst. Das waren 5 Minuten. Der Trank ist nämlich ausgelaufen. Vino. Vino. Ja, Schaf, Schaf, Schaf. Bauer. Schaf. Ich halte hier rüber und dann Schaf. Du bist Bauer. Wo ist Vino? Bist du Vino? Nee, du bist Lobart. Was suchst du hier vorne? Was machst du? Hey, du! Wie geht's deinem Hof?
Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Sie haben sich ziemlich lange mit Vino unterhalten. Und dann sind sie mit ihm verschwunden. Kurze Zeit später ist meine Frau wieder todkrank geworden. Sie liegt die meiste Zeit im Bett. Das hatte sie schon öfter. Ich drehe hier noch durch. Okay, der Part wird anders enden, als ich mir vorgestellt habe. Wir sprechen nämlich jetzt mit Seekorp. Und danach beende ich den Part. Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Das ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie einen Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Warum gehst du mit deiner Frau nicht zum Heiler? Dazu müssten wir zu Vatras in die Stadt gehen. Aber ich gehe hier keinen Meter von meinem Hof, solange hier so ein Chaos herrscht. Was wollten Sie von Vino? Das sagten Sie nicht. Sie haben ihn einfach mitgenommen. Und da der auf der Liste steht, habe ich den tatsächlich dann noch nicht gemacht. Wohin haben Sie Vino verschleppt? Sie sind mit ihm den Hügel darauf. Ja, das heißt, da vorne die dunklen Kapuzengestalten. Kümmere ich mich im nächsten Part drum, die Medizin für seine Frau, die war ja durchaus sympathisch, besorgen wir auch im nächsten Part. Und da dann eigentlich so gut wie alles durch ist, mit was ich noch sinnvoll hier machen kann in Korinnes, werde ich mich dann wahrscheinlich doch relativ zeitnah in Richtung Minental begeben. Wenn ihr das miterleben wollt, wie ich mich um Kopf und Kragen spiele, mal wieder, seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, ciao.